Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir eine kleine Eisskulptur. Wir haben hier diesen Eisblock und dort werden wir ein Good Boys Logo reinfräsen. Wir haben noch keine Ahnung, wie wir es machen, aber wir gehen jetzt erstmal raus und gucken, was wir für Fräseutensilien nehmen. Und dann können wir auch schon anfangen. Viel Spaß und ja, bis dann. Also, ich habe jetzt hier den Akkuschrauber mit diesem Schleifaufsatz hier bestückt. Und damit werden wir jetzt probieren, den zu schleifen. Es kann sein, dass es auch gar nicht funktioniert. Mal gucken. Bis dann! So, wir sind jetzt hier draußen und haben jetzt hier den Eisblock. Und wir werden jetzt gucken, dass wir hier oben so ein GB reinmachen können. Probieren mal das mit dem kurz am Rand etwas aus. So, wir probieren das jetzt mal am Rand hier aus. Ja, funktioniert. Also, mein Plan ist jetzt hier, dass wir hier nur oberflächlich das G auskratzen, weil es sonst einfach zu viel Aufwand nehmen würde. Wir haben jetzt hier das G markiert und da entlang werde ich jetzt mich lang fräsen. Also ihr könnt es wahrscheinlich erkennen, hier ist so ein G, oder? Hier kann man so ganz leicht so ein G erkennen. Sieht man auf der Kamera jetzt nicht so gut. Sieht man auf der Kamera, aber jetzt sieht man hier so das G. Aber wir werden es noch ausfräsen. Der Akku von dem Akkuschrauber hält leider nicht mehr so lange. Bei der Kälte auch. Und da werden wir wahrscheinlich dann einen zweiten Teil machen. Oder wir werden es gleich hintereinander schneiden. Also wir sind jetzt hier, haben mit dem B schon angefangen. Man kann es wahrscheinlich überhaupt nicht erkennen, aber das D, doch, das G kann man jetzt hier erkennen. Hier ist das G. Das war es jetzt erstmal. Wir machen morgen oder weiß ich nicht wann weiter, wann wir wieder Zeit haben. Soll ja jetzt noch etwas kühler bleiben. Also in dem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Teil. Tschüss. Ja, das ist jetzt draus geworden. Ja, ich wusste nicht, dass es so schnell warm wird. Und uns ist jetzt das Teil weggeschmolzen. Es tut uns sehr leid, aber es wird noch einen zweiten Anlauf geben, wenn es noch mal kälter wird. Aber vielleicht wird es noch ein Video an einer anderen Location geben, an einem anderen Platz geben. Tut uns leid, dass es nicht geklappt hat, aber das wird noch. Wenn es noch Schnee gibt, wenn ich so nach draußen gucke, kein einziger Schnee. Bis zum nächsten Video und tschüss.